Hey, schau mal da runter. Stimmt. Das ist ja wirklich wunderschön. Hallo. Hallo. Was ist das hier? Hallo. Guck mal die ganzen Leute an. Oh, ein Spiel. Der eine muss. Ich will noch näher ran. Ich auch. Komm. Hallo. Schaffst du's? Ich hab Angst. Pass auf, da ist vorgehen. Programm startet. Hey Leute, kommt mal, das ist voll schön hier. Kommt jetzt. Programm startet. Ja, richtig, jetzt los. Was hast du denn alle? Komm da um die Ecke. Hey, guck mal. So hier oben einfach. Sieht man aber ganz so viel, oder? Pass auf. Schnell, wir sind gleich auf der Oberlicht. Ich kann nur Handy empfangen. Marie, warte mal. Helf mir mal hoch. Hey, schau mal, ich mach ein Foto. Hey, pass auf, dass du nicht runterfällst. Scheiße. Kian. Geil. Was ist das? Ich weiß nicht, Silly. Da war so eine komische App auf dem Handy, die ich noch nie gesehen habe. Die habe ich dann gestartet und dann ist das passiert. Zeitreise-App, startbereit. Das muss die Stimme der App sein. Startbereit. Willst du den Zeitsprung aktivieren? Was genau machst du da, Kilian? Keine Ahnung, aber die sieht doch echt cool aus. Und dann probierst du sie einfach so aus? Willst du den Zeitsprung aktivieren? Zeitsprung? Ja. Aktiviert. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, hey, Moment! Warte! Ich hab mich nicht gemacht! Willkommen im Jahr 263. Zeit bis zur Stadtgründung 1000 Jahre. Wo sind wir? Ich meine, wann? Haben wir jetzt eine Zeitreise gemacht? Mensch, Kilian, was hast du gemacht? Wie kommen wir wieder zurück? Wer ist das denn? Dies soll von nun an mein Ort und mein Land sein. Nein! Bitte nicht! Nein! Wer seid denn ihr? Ich bin Celine. Celine? Ist das ein Name? Ja. Aber kein römischer, oder? Römisch? Nein. Gut. Ihr müsst wissen, dass ich Sindolf bin, Führer der Alemannen. Ich habe dieses Dorf hier auf dem Boden eines ehemaligen römischen Vicus gegründet. Ich, Sindolf, habe die Weltmacht Rom in den Knie gezwungen. Sie sind abgezogen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass sie nicht wieder zurückkommen, aber ich habe sie einmal besiegt und ich kann sie noch einmal verhauen. Wovon spricht er denn überhaupt? Ich war dabei, als der Limes gestürmt wurde. Wir haben die Grenze des römischen Reiches gegenüber den Barbaren ganz schön nach hinten verschoben. Das kann ich euch sagen. Germanien ist keine römische Provinz mehr. Jetzt leben wir hier. Wir haben die Römer zurückgejagt in ihr komisches Italien. Der Typ ist aber echt eingebildet. Was hast du gesagt? Gar nicht! Und wie heißt du, du Wicht? Kilian! Kilian! Was ist dein Name? Kilian, gleich auch. Eure Namen verraten euch. Ihr seid nicht von hier.
was macht ihr an diesem schönen Ort? Das haben wir uns auch schon gefragt. Na, ihr müsst doch wissen, was ihr hier wollt. Also, eigentlich sind wir nur dieser komischen Stimme gefolgt. Also, ich verstehe kein Wort. Seid ihr sicher, dass ihr keine Römer seid? Römer in Sindelfingen. Alter, die leben doch in Italien. Nein, bis vor kurzem lebten die hier. Ich und meine Leute mussten ihnen das Land doch erst wegnehmen, aber bei Votan. Genug geredet jetzt. Wir werden sofort zur Gerichtsstätte gebracht. Gerichtsstätte? Ich glaube, dann halten sie ihre Ratssitzung ab. Und da schlage ich euch den Kopf ab. Was? Nur so zur Vorsicht, falls ihr doch Römer sein sollt. Nein! Dann sagt mir endlich, bei Wotan, was ihr hier wollt! Wissen Sie, Herr Sindorf, das war so. Und zwar, dass Kilian mit dem Handy gespielt hat und dabei die App ausgelöst hat. Was? Die App? Dem Handy! Wissen Sie nicht, was das ist? Ziemlich unwahrscheinlich, wenn es doch noch gar nicht erfunden wurde. Stimmt. Und Computer und PlayStation und Burger gibt's bestimmt auch noch nicht. Was für eine Scheißzeit! Celine, ich möchte hier weg! Ich will nach Haus! Aber ich bin ja hier zu Hause. Hallo, du West, hallo! Bring mich bitte hier weg! Junge, gib mir mal dein magisches Amulett da. Mein was? Ich glaube, er meint das Handy. Ja, wird's bald sofort! Nein, das ist meins! Das gebe ich nicht her! Das habe ich jetzt gerade zu Geburtstag bekommen! Ich bin Sindolf, Anführer der Alemannen, und wenn du nicht tust, was ich sage! Startbereit, willst du den Zeitsprung aktivieren? Ja, wer spricht denn da? Kommt das aus dem Amulett da? Das ist kein... Ja! Aktiviert. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, 1. Willkommen im Jahr 513, Zeit bis zur Stadtgründung 750 Jahre. Was denn für eine Gründung? Was haben Sie mit mir gemacht? Wir sind durch die Zeit gesprungen. Durch die Zeit? Gesprungen? Hey, wieso ist denn der Typ da überhaupt mitgekommen? Keine Ahnung. Wer immer Kontakt zu mir hat, wenn die App aktiviert wird, reist mit. Aber der Typ hatte seine Finger doch gar nicht am Handy. Nein, er hat dich angefasst. Das reicht. Hallo? Wer spricht denn da? Hallo? Hallo, Sindolf. Wer bist du? Vor allem, wo? Zeig dich, du Feigling! Ich bin Hall und ich verstecke mich nicht. Hier bin ich. Was bist du? Bist du ein Gott? Bist du Wotan? Nein, kein Gott, ein Computer. Da bist du drin? Wie passt er denn da rein? Yes. Ich bin Karlmann, Heerführer der Franken. Und von diesem Tag an soll dieser Ort und seine Ländereien und ganz Alemannen mein Eigentum sein. Was sagt er da? Spinnt der? Das Land hier gehört mir! Nicht mehr! Ich habe es erobert! Das ist die gerechte Strafe, weil die Alemannen mich in ihrem Hochmut angegriffen. Lüge! Das stimmt doch überhaupt gar nicht! Hallo! Er meint die Alemannen, die nach dir gelebt haben. Angegriffen! Und eine schreckliche Niederlage erlitten haben. Nein, das kann nicht wahr sein. Mit den Zeiten ändert sich eben was. Alter, das ist doch eh schon lang vorbei. Was ist denn mit mir geschehen? Mir dreht sich was. Was ist mit meinem Volk passiert? Ihr heidnischen Alemannen, hört mich an.
Ich bin Kilian. Ich bringe euch das Christentum. Hey, wieso heißt der so wie ich? Wie bin ich denn an so einen alten Namen gekommen? Kennst du, Herr? Ich bringe das Heil. Das Evangelium, die Erlösung. Mit unserer fränkischen Hilfe. Allermannen, eure wilde Götterwelt muss abgelöst werden durch christliche Werte. Glaube, Liebe und Hoffnung sollen eure Herzen regieren und vor allem Barmherzigkeit. Der Frankenkönig Ludwig und der Bischof in Rom werden dies ab jetzt genau kontrollieren. Hört sich doch gar nicht so schlecht an, oder? Ja, also ich weiß nicht, es ist doch keine Religion für einen alemannischen Krieger. Ja eben, wenn dann die Menschen aufhören, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Also ich lasse meine... Als erstes muss eure Gerichtsstätte weichen. Als Zeichen des neuen Glaubens werden wir eine Kirche erbauen. Sie soll nach dem heiligen Martin benannt sein, unserem Schutzpatron. Wohlan! Holt eure Äxte und fällt den Götterbaum. Was? Nein, nein, dieser Baum ist mir heilig. Wie rührt ihn an? Ihr weigert euch, den Aberglauben abzuschwören? Das kannst du aber laut sagen. Wache! Werft diesen Heiden in den Kerker! Diese Franken, zu meiner Zeit wäre das nicht passiert. Mein Dorf, der hat doch Kraft und eine völlig neue Religion. Du musst rücken! Ja, tu ich doch. Du musst rücken! Ja, tu ich doch! Damit die Taktensperre noch drin. Was? Die Taktensperre! Oh, gib mir das Handy! Hinein! Programm starte rein. Nein, ich krieg das hin. Wir haben keine Zeit für Sindolf. Ja. Wir sind was hier. Ich bin Sindolf, führe alle Mann und ich befehle dir. Spring! Aktiviert Zeitpunkt. In 3, 2, 1. Okay. Willkommen im Jahr 1063. Zeit bis zur Stadtgründung 200 Jahre. Du sag mal, dieses Christentum, das uns dieser Franke da verpassen wollte, das hat sich doch wohl nicht durchgesetzt, oder? Doch, über viele Jahrhunderte sind alle Menschen, die in Sindelfingen leben, Christen gewesen. Was? Und die haben einfach eine neue Religion angenommen? Mit den Jahren ändert sich eben was. Ja, und was hat das mit meiner Stadt gemacht? Was meinst du? Ja, war das nun gut für meinen Sindelfingen oder nicht? Keine Ahnung. Hall, weißt du? Das Dorf bestand als christliches Dorf weiter. Eines Tages wäre es beinahe zur Hauptstadt geworden. Echt? Kein Quatsch! Schaut! Nachdem wir Sindelfingen zu unserer Residenz gemacht haben, erklären wir hiermit die Absicht, an diesem Platz auch die Grablege unserer Familie zu errichten. Wer ist denn das? Das ist Adalbert, Graf von Sindelfingen, später Graf von Kalf genannt. Der hatte seinen Palast dort, wo heute die Martinskirche steht. Deswegen erteilen wir euch den Auftrag, die alte Kirche abzureißen und an ihrer Stelle eine größere und prächtigere zu bauen. Und warum redet er von sich selbst? Als wir. Das ist ein Ausdruck seiner Machtposition. Adalbert war so etwas wie ein Häuptling, aber nicht nur von Sindelfingen, sondern der ganzen Gegend. Also, das hätte mir auch einfallen können. Wir, Sindolf, befehlen euch Römern, uns diese Siedlung sofort zu übergeben. Klingt nicht schlecht, oder?
Diese neue Kirche soll ganz aus Stein erbaut sein. Dafür ist uns nichts zu teuer. Wir setzen all unser Gold dafür ein. Denn wisset, der heilige Martin ist uns im Traum erschienen und hat uns persönlich den Auftrag erteilt zum Bau dieses Gotteshauses. Fanget an! Ja, das nenne ich mal einen Anführer von Format. Mein Schwager, was tut ihr da? Ich baue eine Kirche. Nein. Wieso nein? Ich baue eine Kirche. Wie kann mein Schwager, der Papst in Rom, gegen den Bau einer Kirche sein? Zuallererst müsst ihr das Kloster in Hirsau wieder aufbauen, das ihr doch habt herunterkommen lassen. Und was wird aus meiner Kirche? Eine Kirche für 1000 Köpfe in einem Dorf mit 120 Seelen. Die hat Zeit. Hey, was ist denn jetzt los? Warum geht's nicht weiter? Weil Adalberts Gold nicht für 2 Bauprojekte reicht. Wir bedauern, ihr müsst mehr Steuern zahlen. Was denn bitte für Steuern? Er will etwas von unserem Geld haben, damit er seine Kirche weiterbauen kann. Was? Mein Geld? Also so haben wir nicht gewettet. Wenn er seine Kirche bauen will, dann soll er gefälligst auch selbst dafür bezahlen. Leute, kommt, wir verschwinden. Paul, Programm starten. Programm starten. Startbereit. Willst du den Zeitsprung aktivieren? Was ist das? Das klingt schön. Das sind die Chorherren vom Stift. Stift? So zum Schreiben meinst du? Ein Stift ist wie ein Kloster, aber nicht so streng. Als es mit dem Bau der Kirche nicht weiterging, hat Adalbert hier in Sindelfingen ein Chorherrenstift gegründet. Mit äußerst gelernten Chorherren, die den Namen Sindelfings nach ganz Europa getragen haben. Hier, in Sindelfingen. Wo bleiben eure Steuern? Macht endlich die Taschen auf, wir brauchen das Geld, damit die Kirche zu Ende gebaut werden kann. Wir haben nichts, Adalbert. Ehrlich. Dann gebt uns das kunstvolle Artefakt, das ihr da in den Händen hält. Artefakt? Er meint das Handy, die App. Wenn wir das verlieren, kommen wir nie wieder unsere Zeit zurück. Wird's bald, wir warten. Das ist mein Gesetz und das gibt ein Freiademann nicht mehr. Also eigentlich ist es ja mein Gesetz. Ja, ja. Wache zu mir, ich meine zu uns. Nehmt diesem Mann da das Schmuckstück ab. Nicht ja, schon nur. Komm doch her. Wieso muss eine Zeitreise mit euch Jungs immer gleich in Kämpfen oder Verfolgungsjagden ausarten? Was hast du denn gegen ein kleines Kämpfchen? Außerdem hat er angefangen. Ha! Ja, Silly. Programm aktivieren. Startbereit. Willst du den Zeitsprung aktivieren? Oh, wollen wir nicht noch ein bisschen da bleiben? Nein. Ihr wollt nicht springen? Doch. Ja. Sofort. Aktiviert. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, 1. Willkommen im Jahr 1263. Zeit bis zur Stadtgründung 0 Jahre. Ich sehe ja gar nichts. Warum ist hier denn kein Licht? Geht das nicht heller? Tut mir leid, ich kann euch die Vergangenheit zeigen. Ändern kann ich sie nicht. Paul, hörst du mich? Ja, Sindolf.
Du sag mal, ist diese Martinskirche jemals fertig geworden? Sicherlich. Oh, und die steht heute immer noch. Das heißt, in eurer Zeit. Was ist denn mit dir los, Sindolf? Stehst du plötzlich auf Geschichte? Man wird doch wohl mal fragen dürfen. Nicht jetzt, bitte. Das könnt ihr ein andermal klären. Also, ich bin eben interessiert. Und es ist bitte wohl kein Verbrechen, wenn man wissen will, wie die Stadt, deren Grundstein man gelegt hat, sich über die letzten Jahrhunderte entwickelt hat. Ach, Sindolf. Wir müssen erst mal herausfinden, wo, ich meine, wann wir hier gelandet sind. Mein Vetter Wilhelm, da drüben in Böbling gemacht hat. Ha, das kann ich schon lange. Eine Stadt gründen? Ha, Kleinigkeit. Ich werde auch eine Stadt gründen. Und diese soll viel schöner als dieses Böblingen sein. Wie hört sich das? Böblingen. Der Platz hier ist zwar ein bisschen klein, aber es wird schon gehen. Dann schenke ich meiner Stadt eben einen riesigen Waldbereich dazu. Ja, wunderbar. Ich sage meiner Stadt eine große Zukunft voraus. Moment mal, hat er da gerade meine Stadt gesagt? Das ist Rudolf der Scherer, der die Stadtbibliothek gegründet hat. Ja, völlig unnötig, das habe ich doch schon gemacht. Und ganz anders als das Machwerk meines Vetters in Böblingen soll sie einen schönen, einen klingenden Namen tragen. Mal sehen. Ich hab's. Zu Ehren des Alamannenführers Sindolf soll sie seinen Namen weitertragen. Ich werde sie Sindelfingen nennen. Das ist nett. Das ist doch aber Humbug, wenn es die Stadt schon seit 1000 Jahren gibt. Nein, warte mal. Davor gab's ein Dorf. Aber erst mit der Stadtgründung hat Sindelfing die Nutzungsrechte an den umliegenden Wäldern bekommen. Bürger der Stadt Sindelfing, dies ist die Urkunde, die die Gründung bekundet. Ich drücke mein Siegel darauf. Möge die Stadt mit dem Chorherrenstift St. Martin in nachbarschaftlicher Freundschaft leben. Okay. Ewig. Wenn du meinst. Okay. Feiern wir die Gründung meiner Stadt mit einem großen Fest. Ihr alle seid heute mein Gast. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich zu hören bekomme, seit wir auf dieser Zeitreise sind. Ich sterbe vor Hunger. Junger Kämpfer Kilian, wo bitte willst du hin? Na, auf Fest? Jetzt? Komm, wir müssen noch weiter. Wohin? Wir müssen doch wissen, wie es weitergeht. Was ist los? Was hat dieser Tag mit meiner Stadt gemacht? Das muss ich wissen. Paul! Programm starten! Schade. Tschüss, Rudolf. Startbereit. Tschüss, Fest. Zu dem Zeitsprung aktivieren. Ja, sofort. Aktiviert. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, 1. Willkommen im Jahr 1477, Zeit seit der Stadtgründung, 214 Jahre. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie sich mein Städtchen so entwickelt hat. Ist auch wieder der schöne Gesang von diesem, wie heißen Sie noch? Chorherren. Chorherren, genau, aus diesem Stift.
da kann ich schon lange von machen. Was ist denn jetzt los? Sie haben aufgehört. Ja, das habe ich auch bemerkt, aber wieso? Warte mal. Wir schreiben das Jahr 1477. Ja, und da wird dann auf einmal nicht mehr gesungen, oder was? Ich verstehe kein Wort. Warte, das kann ich erklären. Ich spule kurz zurück, ja? Das ist die mächtige Fürstin Mechthild, der jetzt das Gebiet von Sindelfing gehört. Eberhard, Eberhard! Junge, komm sofort her! Und das ist Eberhard, Mechthilds berühmter Sohn. Eberhard, hast du endlich den Fergenhans nach Rom geschickt? Wen? Johannes Fergenhans war damals Chorherr des Sindelfinger Stifts. Ja, Mutter, ja, hab ich. Das mit der Universitätsgründung muss jetzt endlich vorangehen. Dein Württemberg ohne Universität, ich bitte dich. Er muss jeden Moment wieder hier sein, mit der Bestätigung des Papstes aus Rom. Dann kann es losgehen. Ja, ja, schon gut. Es gibt da ein Problem, Mutter. Ein Problem, Eberhard? Das höre ich gar nicht gerne. Ich brauche Geld, um die Universität zu bezahlen. Geld? Immer willst du von mir Geld. Ich brauche dein reiches Sindelfinger Stift dazu und die Chorherren als Professoren. In Gottes Namen, dann nimm das Stift. Was tut man nicht alles für die Bildung? Und da kommt jetzt Johannes Fergenhans mit der guten Nachricht aus Rom zurück. Liebe Sindelfinger, ich bringe gute Nachricht aus Rom. Ach, da ist doch noch nie was Gutes hergekommen. Ich habe beim Papst persönlich die Verlegung des Sindelfinger Stifts nach Tübingen durchsetzen können. Was bitte? Was ist denn los? Lass doch wenigstens den Gesang hier! Ich habe es euch doch erklärt. Hier in Sindelfingen gibt es leider nichts, was man den illustren Gästen aus aller Welt bieten kann. Hier gibt es ja nicht einmal ein Haus, das schön oder gar groß genug ist, dass man darin eine Universität einrichten kann. Ich will aber eine Universität. Und das geht bei euch nicht. Nein, das Stift muss nach Tübingen umziehen, damit es eine Zukunft hat. Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Doch, Sindel. 1477 zog das Stift weg nach Tübingen und zurückblieb bloß ein unbedeutendes Kloster. Oh, 1477 ist kein gutes Jahr für meine Stadt. Aber das werde ich verhindern. Nicht mit mir, du Römerfreund! Nicht mit mir! Was hast du vor? Willst du schon wieder kämpfen? Nein, diesmal stellen wir es klüger an. Paul? Ja, Sindolf? Programm starten, schnell! Startbereit. Willst du den Zeitsprung? Ja, sofort! Aktiviert. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, 1... Willkommen im Jahr 1535. Zeit seit der Stadtgründung 255 Jahre. Kannst du mir mal erklären, was der Grund für die Hektik war? Tja, ich wollte weg sein, bevor der Kerl da seinen Diebstahl durchziehen kann. Und das ist mir ja wohl gelungen, oder? Aber Sindolf, was wir hier sehen, ist Geschichte. Auch wenn wir nicht dabei sind. Es ist trotzdem passiert. Meint ihr? Ja, Sindolf. Was einmal passiert ist, ändert selbst Wotan nicht mehr. Die Universität ist heute in Tübingen, nicht in Sindelfingen. So ein Mist.
Naja, gut. Aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Sindelfinger! Jubelt! Jauchzt! Nach über 1000 Jahren hat dieser Papst in Rom uns endlich nichts mehr zu sagen. Gut so, da hat mir schließlich auch mein Stift genommen. Von nun an leben wir den christlichen Glauben auf unsere Weise. Von nun an trägt jeder die Verantwortung für sein eigenes Heil. Was ist schon wieder eine neue Religion? Eben nicht. Reformation. Ist das der Name dieser neuen Religion? Sehr witzig. Ich will dazuhören. Zukünftig soll nichts mehr davon ablenken, was das Wort des Herrn in unseren Herzen bewegt. Wir wollen uns auf das Wort konzentrieren und uns nicht länger in Äußerlichkeiten verlieren. Deswegen müssen wir auch unsere Martinskirche umgestalten. So kann doch kein Mensch das Wort Gottes hören. Das wird jetzt alles anders. Die 13 heiligen Altäre müssen raus. Die Krypta wird abgerissen. Überhaupt alle Bilder. Weg mit ihnen. Weg. Weg. Was ist denn jetzt? Und was machen denn die ganzen Kinder kaputt? Die Kirche war doch schön, so wie sie ist. Ja, aber die Zeiten ändern sich eben. Und die Menschen wollen jetzt anders leben. Aufhören, ihr Ketzer! Haltet ein! Das sind Bilder, die zum Lob Gottes gemalt worden sind. Welche Hoffart zu glauben, dass ihr besser beurteilen könnt als der Klerus, was dem Allerhöchsten gefällt. Zeiten sind vorüber, wo der Klerus dem einfachen Volk sagte, wie es zu glauben hat. Von nun an soll jeder die Bibel selber lesen und sich nicht vorbeten lassen, wie sie zu verstehen ist. Deswegen hat unser Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt. Deswegen richten wir hier für alle eine Schule ein.